Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei mir, der Caro und Somonos. Wow. Nachdem wir beim letzten Video ja hier 205 gezogen haben, hoffe ich natürlich auch, dass wir hier beim Mozaron Jump ein bisschen Erfolg haben oder so. Aber wie gesagt, beim Mozaron Jump sieht es genauso aus. Mit guten Monstern. Hier Zyros, Bastet, dann Orakel. Bastet, da könnte man eigentlich mal spielen, ja. Das interessiert mich nämlich auch, weil viele sagen ja, die sind nicht so gut, ja. Ich weiß es nicht, ich habe keine. Aber mal gucken, ja. Oh, hier, Toast and Dark. Leider nicht in Licht, das wäre natürlich mega hart. So, okay. Shasun hast du, hast einen Lucian. Also wirklich sehr gute Monster. Was könntest du noch gebrauchen? Eine Chloe könnten wir noch gebrauchen, auf jeden Fall. Oder eine Assassin oder eine Emma. Emma wäre auch nicht schlecht. Hast du vielleicht noch irgendwas im Lager? Nicht, dass du im Lager hier alles versteckt hast. Nee, hast nicht. Also wir könnten noch relativ viele Monster an sich gebrauchen, die dir auf jeden Fall helfen würden, weil du hast, ja, 305, die wirklich Damage auch machen. Was kann eigentlich hier? Sie attackiert den Gegner und senkt mit 50% seine Angriffskraft für 2 Runden. Greift den Feind 3-mal an. Oh, 3-mal. Oh, das wäre schon wieder was für Necro vielleicht. Vielleicht. Um die Verteidigung zu senken. Die Chance erhöht einen Streifschuss zu erzielen und die regeneriert im HP 2 Runden mit 50% zu stören. Oh Mann, ey. Ich kann kaum reden, ey. Oh, es wird immer schlimmer mit dem Kranksein. Oh. Attackiert einen Gegner und verspottet ihn 2 Runden lang. Dieser Angriff baut 2 Runden lang ein Schild auf, der Schaden absorbiert und Immunität gibt. Der absorbierte Schaden ist proportional zum eigenen Level. Okay. Okay, klingt nice, auf jeden Fall. Könnte man wahrscheinlich auch sehr gut in die Arena stellen, vielleicht. Aber naja, muss ich mal den Saron Jump fragen, wie er so zufrieden mit ihr ist. Und falls die jemand auch hat, kann er unten in den Kommentaren schreiben, wie er sie findet. So, aber wir wollen nicht lange rumquatschen, wir wollen hier natürlich die Beschwörungen machen. Ja, wir haben 17 mystische Rollen und wir haben 5 Sonderbeschwörungen. Was gibt's bei den Sonderbeschwörungen? Ja, natürlich hier den Affkönig in Wind. Ja, den wir aus dem Mystischen im letzten Video gezogen haben. Also falls das Video jemand sehen möchte, ich werde es einblenden jetzt irgendwo. Falls ihr natürlich ein Handy habt oder sowas, ja, dann seht ihr das meistens nicht, dass es eingeblendet wird. Fragen nämlich auch viele, ja, ich sehe doch gar nicht, dass es eingeblendet wird. Ja, auf dem Handy sieht man das auch nicht. Ja, nur auf dem PC an sich. So, okay. Oh, ich habe schon wieder das leichte Gefühl, ich muss niesen. Ich weiß nicht, ob ich niesen muss. In welchem Kanal sind wir hier? 107. Also ich glaube auch nicht daran, dass das irgendwie was damit zu tun hat, aber ja. Man kann ja hoffen oder so, ne? So, ist jemand hier im Gildendings? Ist jemand da? Ist jemand da? Fragezeichen. Hallo. Bestimmt wieder keiner da, aber na egal. Beschwören wir einfach mal. Mystische Schriftrolle Nummer 1 und wir haben keinen Blitz. Eine mystische Hexe dafür. Wow. Komm, bring uns ein bisschen Glück. Frankenstein. Golem. Pinguinretter. Come on. Gib uns einen Blitz. Epikompriester. Ich brauche immer noch Epikompriester. Gib uns einen verdammten blöden. Nein, nicht Fake Nut 4. Nein, 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 nein. Wir wollen in den Blitz. Blitze, 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 Blitze. Sehr schön. Und was bekommen wir? An sich ist sie gar nicht so übel, ja. Hier attackiert ein einzelnes Ziel 2-mal und alle Feinde mit einem dritten Attacke. Ist an sich fast gleich wie mit deren Licht. Jeder Angriff senkt den Angriffsbalken des Ziels um 20%. An sich wirklich nicht so schlecht. Attackiert mit einer magischen Kugel und verhindert mit 75% Chance für 2 Runden, dass das Ziel Skills mit Abklingzeit nutzen kann. Wow. Attackiert ein Ziel 2-mal und alle Feinde mit einer dritten Attacke. Also wie gesagt, für, sag ich mal, so eine Combo an sich, ja, für Necro ist das echt nicht übel, ja. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mit Lisa zusammenarbeitet, auch nicht schlecht für Necro, auf jeden Fall. Ich muss auf jeden Fall immer noch ein Necro-Team bauen, ja, und naja, aber egal. Ich muss erstmal, wie gesagt, meine Runen Sammel-Fort-Session immer noch machen. Sammel-Fort-Session, oh Gott, ja, meine Krankheit steigt schon in den Kopf hinein. Aber wir wollen hier auf jeden Fall noch ein Blitzeck, wir wollen nicht Infernos. Keine Materia Cat. Come on. Und wir haben Blitz. Wir haben Blitz. Wir haben Blitz. Wir haben Blitz.
Halloween Kürbis, Wasser, natürlich auch richtig geil hier für Necro auch, also für Necro und für Drachen Uge 10. Auf jeden Fall richtig cool. Ich habe den nämlich mal im Necro benutzt, echt auch nicht schlecht. Wie gesagt, ich bin immer noch nicht in Necro so viel weitergekommen, weil das restliche Team dann halt nicht hinhaut. Aber Halloween Kürbis ist an sich hier, dadurch, dass er hier mit der ersten Attacke auch dreimal angreift, echt ein cooles Monster. Auf jeden Fall. Cool. Also auf jeden Fall eine Verstärkung hier für den Saron Jump. Mumie. Yeah. Komm, gib uns noch irgendwas. Gib uns was. Gib uns doch mal irgendwas. Nein, Minotaurus. Ah, schade. Inogami und die letzte Mystische. Ah, schade, kein Blitz. Aber wir haben ja hier noch 5 Sonderbeschwörungen. Was könnten wir hier draus gebrauchen? Natürlich hier unsere Assassins könnten wir gebrauchen. Wir könnten Orochi könnten wir gut gebrauchen. Wir könnten einen Piratenkapitän sehr gut gebrauchen. Hier, Fusionsmaterial. Hat der Ifrit Dog? Nein, auf jeden Fall Ifrit Dog machen. Auf jeden Fall. Du musst dir Ifrit... Wo ist denn dein Fusionsding? Hexagramm. Fusionshexagramm. Ja, auf jeden Fall hier musst du dir den Ifrit Dog zusammensparen, ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Jojo drin haben, kannst du den auf jeden Fall auch aufheben hier für unseren Sieg Marus. Aber hier auf jeden Fall alle Monster sparen hier für Ifrit Dog. Du brauchst Ifrit Dog. Okay. Fangen wir an mit den Sonderbeschwörungen und beten und hoffen, dass irgendwas jetzt dabei ist hier bei unseren Sonderbeschwörungen. Und wir haben nichts dabei. Nein, wir haben einen Sensenmann. Und wir haben einen Fake-Sensenmann. What the hell? Wir haben noch 2 Sonderbeschwörungen. Och man, Frankenstein. Und die letzte Sonderbeschwörung. Kein Blitz, Mann, verdammte Axt, ey. Mist. Inogami. Schade. Schade. Aber, ja gut. Wir haben den Halloween-Kürbis. Wir hatten jetzt auch nicht so viele Rollen. Dafür ist das, sage ich mal, ganz okay. Natürlich wie im letzten Video mit so einer Quote, mit so vielen Nat 4 und 205. Wer sich das angucken möchte, wie ich 205 auf einem Account ziehe, wie gesagt, guckt euch das Video an. Es ist das letzte Opening hier auf meinem Kanal. Falls ihr noch keine Abonnenten seid oder wie auch immer, dann könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Auch wenn ihr kein Bild von mir seht heute. Aber falls ihr sehen wollt, wie ich aussehe, guckt euch einfach ein anderes Video an. Ja, wo ich denke mal nicht so scheiße aussehe wie jetzt gerade. Also wenn ihr mich sehen würdet, ey, was ich für Klüsen habe. Ich sehe sogar den Computer nur, also den Bildschirm, den Monitor nur so verschwommen. Ja, weil meine Augen sind so voller Tränen. Nein, also... Sorry, Saron Jump, wir haben leider keinen Nat 5 gezogen. Dafür ein gleich gutes Monster eigentlich. Hier unseren Halloween-Kürbis in Wasser. Kannst du auch sehr gut auf Gegenangriff spielen, wenn du das möchtest. Hat eine richtig coole Passive und das ist halt die auch die geile, sage ich mal, im, ja, Drachen-Mode. Ja? Also wenn du gegen Drachen spielst, stiehlt dem gegnerischen Ziel bei einem Treffer einen hilfreichen Effekt. Dein Angriffstempo steigt mit der Anzahl deiner aktiven hilfreichen Effekte. Ja, also egal welche Attacke du anwendest, er klaut dem Ziel jedes Mal seine guten Fertigkeiten. Ja, also das war's hier wieder mit dem Opening von mir. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Danke fürs Zugucken. Bis dann und viel Spaß und bye bye.